Heyo und willkommen zurück zu Let's Fail bei Super Mario Galaxy 23 minus 21. Yes. Oh, sorry Mario, but the princess is in another castle. Papa hat gesagt, ich soll Acht geben, dass ich dir nicht noch einen großen Stern in die Hände fällt. Höchste Zeit für meine brandneue, maliziöse Mega-Mux-Maschine. Ich mache es mir dann mal in meinem Kopf bequem und genieße deinen explosiven Untergang. Ich finde ja seinen Schlabberlatz immer noch putzig. Mit diesem... Da muss ich mal an Patamon denken. Noch verlegt, dass er guckt, bitte. Kennst du noch Patamon aus Digimon? Natürlich kennst du ja, Patamon aus Digimon. Gell? Sie. Ja, ja. Der hat ja auch so ein fieses Gebiss, wenn er wollte, ne? Wie war das? Ja. Du musstest hier hoch, ne? Rums? Aha! Ja. Ich meine, haha! 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 Okay. Jetzt einfach hier rüber. Oh, ist das einfach. Mann, das hätte ich ja noch ins letzte Video dingsen können, meine ich. So. Aber dann hättest du irgendwas wieder vorspulen müssen noch. Ach ja, jetzt kommt er mit seiner Schwabbelattacke. Oh, das ist wirklich eine Schwabbelattacke. Okay. Oh Gott, ich freue mich schon gar nicht drauf, wenn ich diesen Kampf mal mit nur einem Lebensbug machen darf. Obwohl, ich zeige jetzt... Oh Gott, er macht Elektrobritzel. Oder Scheiße. Oh Gott, Scheiße! Oh Gott, Scheiße! Oh Gott, noch mehr Scheiße! Ich wusste gar nicht, dass er das kann! Mehr. Okay, egal. Ich kann es schon mal nicht mehr zeigen, dass ich es allen zeigen kann, weil... Genau. Oh Gott, da kommt was runter? Achso, das ist eine Wolke. Okay, weiter geht's. Sammel das Ding ein. Scheiße, das war zu früh gefreut. Und jetzt springe ich mit an. Mortalian Manzio macht... Hallo, Salto, Minz... Okay, dieser Kampf wird doch nicht so einfach, wie ich es mir gerade vorgestellt habe. Und hoch. Du meinst, wie du es dir erhofft hast. Wasser. Komm, schön hoch. Und oh, nein. Gott. Okay, ja. Aha. Oh, kannst du mal mit der Kotze aufhören? Danke. So, und hoffen, dass der Sprung reicht. Oh, er reicht. Ah. Wie er reicht. Ah, bis ins Dritte reicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man in meinen Kommentaren denken könnte, ich wäre irgendwie rechts rum, aber nein, bin ich nicht. Ich bin nicht mal links rum. Nein, ich bin verquer und auf den Kopf gestellt. Cool? Bin, was? Nee, was du sagen nicht. Tun, was du wollen tun, sagen hier. Ich sag gar nichts, ich bin ganz ruhig. Hier auf mit deinem Vakusaug. So, verdammt, ich habe mich wieder einer. Oh Gott. Oh Gott! Was? Ich wollte mich gar nicht gerade dingsen. Doch, wolltest du. Nein, wollte ich nicht! Und doch! Oh nein, das wollte ich nicht! Ich lege gerade Bitch-Modus an den Tag. Gehst du da mal runter? Danke. Okay. Ihr werdet schon sehen, Leute, wenn er jetzt gleich seinen Bitch-Slap rausholt, dann ist die Maschine mit einem Schlag platt. Komm! Und zack! Bums! Jawoll! Geht doch! Wir haben gewonnen. Yay! Ich hab gewonnen. Hast du keinen Beitrag zugeleistet, also als Maul. Hab ich wohl. Hast du nicht. Du hast mich abgelenkt hier. Hast du nicht. Oh Gott, ich muss mir gleich, glaube ich, mal die Nase schniefen. So, unterhalt mal die Zuschauer, während ich diesen großen Stern sammle, weil ich muss mir mal die Nase schniefen. Also während er den großen Stern sammelt und ich bildweise sehe, wie er als normaler Mario sich an einen großen Stern klammert, aus Angst im großen Weltall verloren zu... Boah, jetzt läuft mir das Zeug in den Mund rein. Oh, schmeckt das widerlich. Oh. Also er hat ein leckeres neues Rezept erfunden und wenn ihr das haben wollt, dann meldet euch bei... Beide das schon als... Ja, er beschickt. Rotz mit Speckgeschmack. Oh, wie Mund brutzelt, er vibriert gerade. Oh, und die wissen wohl gerade gar nicht, wissen, wo sie liegt. Oh. So. Seien wir ernsthaft mit dem 87. Stern und der 35. münzigen Komete. Kometigen Münze. So. Es ist irgendwie armselig, dass ich bis jetzt nur 880 Dings habe. Das war der 5. große Stern. Ich habe mir schon gedacht, dass du das schaffen wirst. Vor dir liegt die 6. Welt. Wir können mit noch mehr Widerstand vom riesigen Unhold rechnen. Holen wir doch einfach die übrigen Powerstern und retten dir dann die kostbare Person. Volldampfus. Nur den Steuermann, du bist bereit für den großen Kampf? Natürlich. Ich habe darauf trainiert. Nein, ich habe Angst. Ich bin unter Jackie Chans Shaolin Kloster Kampfmaschinen Lehre gegangen, als ich noch ein kleiner Windelscheißer Mario war.
Das war sozusagen auf dem Weg, wo mich beim in Yoshi's Island der Storch verloren hat. Und mit diesen awesome Techniken, die ich dort gelernt habe, werde ich jetzt und hier und heute, noch nicht ganz, den Weg bereiten. Wir haben es endlich geschafft, der Kampf mit der Unhold steht kurz bevor. Sei wachsam und gib dir Beste, diesmal kommt uns nicht davon. Du sagst es, lila Grützenmann. So, der schmilzt. Ich dachte daran, dass wir den Büchlein nicht mehr reinmachen wollten. Was sagtest du gerade? Ich finde, nur die Entwickler hätten 8 Welten machen können. Ja, das wäre so in Anlehnung an die alten Dare, wäre das was, ne? Aber das Spiel ist trotzdem vom Umfang her noch richtig gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das für eine Welt, womit... Ah, ja, die Welt, die fünfte Welt hörte mit einem enormen Anzahl an Fail auf. Und die fängt jetzt bestimmt damit an. Da bin ich mir fast sicher. War das? Moment, nein, ich glaube nicht. Aha! Ja, hier war das. Aha! Geheimer Stern in der geheimen Cola-Dose. Hast du eigentlich schon mal jemand gezeigt, wie Luigi sich so spielt? Nö. Wozu auch? Solltest du irgendwann mal machen. Das ist mein unterbelichteter Bruder. Wir kommen. Ich bin jetzt wie eine Wanderfrau. Kennen wir uns nicht? Oh, wie auch immer. Du bist mal gerade vom neuen Spiel. Du verwandelst dich in einen rollenden Felsen. Und so brauchst du. So die Holzkopf in dieser Kälbern. Du stellst dich doch eine Herausforderung, nicht wahr? Natürlich. Die Regel laut wie folgt: Du schnappst den Felsen bis dort drüben und sorgst für dieses Rösel. Und wenn du 5000 Punkte noch mehr reißt, dann lasse ich dir diesen Baustein. Genug davon. So, wir dürfen Bowling spielen. Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Strike one! Okay. Oh yeah. Jetzt schön mittig stellen, so. Und strike two! Und strike im Sitzen! Also Sitz-Strike. Ja. Ah ja. Oh Gott, hier muss ich drücken, ne? Und Rums! Ja. Bums! Herausforderung, Leute. Das ist Herausforderung. Scheiße. Und Rums! Schnell, 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 schnell! Bum, 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 bum. Und wieder alles abgeräumt! Hat der Messenger definitiv ein Killing Spree. Oh yeah! Oh yes! Und nochmal alle abgeräumt! Das ist doch keine Herausforderung, dieses Minispiel. Oder etwa doch? Rums! Und schon wieder sind sie alle abgeräumt worden. Oh mein Gott, ich hätte Bowling-Weltmeister werden sollen. Und auf jeden Fall. Verdammt, da ist einer stehen geblieben. Ah, verdammt, kein Perfekt. Kein Perfekt. Aber. Und komm. Rums. Na, auch kein Perfekt, aber ich habe eine 5300 Punkte im ersten Run gesammelt. Oh mein Gott, bin ich ein Bowling-König. Was? 5000 Punkte? Du verdienst mal eine Anerkennung. Also, großartige Wahl. Nimmst du Powerstein, das war's dafür. Kann man eigentlich in irgendeiner Art und Weise verstehen, was ich hier gerade sage? Ich meine, ich rede schnell. Doch. Und wenn ich schnell rede, habe ich Probleme, deutlich zu reden. Ich meine, die habe ich auch schon deutlich zu reden, wenn ich langsam rede. Aber deswegen rede ich auch nicht langsam, deswegen rede ich immer schnell. Und deswegen werde ich meine Kommentare immer behelligt, weil ich immer so schnell rede und die Leute nicht verstehen, was ich sage. Und deswegen bin ich vielleicht so schlecht und deswegen muss ich mich alle dämonieren. Und dann weiß ich mehr, was ich machen soll. Dann werde ich mich aufhängen, dann werde ich aufhängen, dann werde ich berösten und ich werde in die Hölle einfahren. Dann werde ich Satan begegnen und Satan werde ich einen Kuchen schenken. Wenn ich den Satan den Kuchen geschenkt habe, dann werde ich ihn aufessen, weil ich den Satan ärgern will. Und wenn ich den Satan ärgere, dann schickt er mich in den Himmel und dann habe ich jetzt den Reich und dann bin ich tot. So. Jetzt bin ich glücklich. Nein, bin ich nicht. Weiter geht's. Du klangst jetzt gerade unglaublich, also relativ ähnlich wie Chi aus Chobbits. Chi aus Chobbits. Kann man das essen? Wenn ihr das noch sagt. Chips. Nein. Chips. Nein. Entschuldigung, ich muss gerade selber lachen, weil das so schlecht ist. Chips. Okay. Chips. Oh mein Gott, ich bin gerade so lächerlich. Hallo, das ist der Bandrap. Okay. Sterne. Nicht aufessen, nicht. Okay, nein, bitte hier bleiben, danke sehr. Warum sagt mir keiner, dass da was Großes, Fettes kommt und was auffressen will? Also ich. Da kommt was Großes, Fettes raus und will nicht auffressen. Okay, danke für die Warnung. Für die Warnung in die Unendlichkeit hier. Alle Sorgen sind hier in den Fressmäulern verborgen. Deswegen fressen sie auf, was sie auf der Müllhalde nicht nehmen konnten. Nämlich da lagen wir uns, um zum Sonnen dahin zu setzen und der schmelzigen Tiegel dahin zu reben, als wir noch knusprig waren. Scheiße ist der Weltenlohn. Denn wir kommen dann davon.
Hallo? Hallo? Dahin? Nein, nein! Und. Verdammt, wie komme ich da oben hin? Ah, von hier aus, genau. Nein! Ah, komm, dum. Anlauf und rums, genau da rein. Die Kräfte. Oh, ich sollte hier nicht vergessen zu dengeln. Dengel. Oh, das ist die perfekte Welle. Das ist mein perfekter Todestag. Oh, Gott. Einmal der Fail drin und schon klappt's nicht mehr. Aber wieso sagt mir auch kein Schwein, dass die luxemburgischen Feuerbälle aus dem Boden springen? Wenn da kommen ich luxemburgische singe. Feuerbälle aus dem Boden. Ja. Solltest du vielleicht aufpassen. Und hier kommt jetzt der perfekte Dings. So. Und oh Gott. Oh Gott, da komme ich gar nicht lang. Haha. So, weiter geht's. Hier ist bestimmt was Schnuckliges drin. Aha. Lebenspunkte, die ich brauchen kann, weil der Typ mich hier anbumst. So, und Wunderbots. Und da springe ich jetzt ran. So, wunderbar, wunderschön. Den hole ich mir nicht, den brauche ich nicht, weil ich einfach so gut bin. Oder gut, ich bin nicht so gut. Ich bin gut genug, um hier weiterzukommen. Und, dreh dich, tanz und dreh dich, sing und dreh dich, spring und warzen auf dem Warzenschwein. So, da kommen keine Wellen mehr, ne? Meine Aufnahme funktioniert noch. Ah, was? Puh. Was? Ich hab schon gedacht, meine Datenübertragung hängt fest, weil ich nicht Scheiße! Gesehen habe, aber oh Gott, warum gut. Versteckt sich Bux, Baby, Schwarzkopf? Nein! Da! Oh Gott, ich habe ihn weggebomst. Oh ja, das ist gut. Ah. Und hier so rüber? Ich könnte mal eine Münze vertragen, liebe Bauersfloyd. Ja. So, nee. Oh Scheiße. Oh Gott. Und drauf. Nein! Pff. Oh Gott, meine Nerven sind in Usbekistan gerade. Oh, machen da Urlaub, um sich erholen zu von den Walzen hier. Oi. Schnell weg hier, oder? Schnell weg. Ohlala. Oh, da, Checkpoint. Da ist Checkpoint. Ich muss zum Checkpoint. Oh ja, Checkpoints. Oh ja, und in den Tornado. Hinein, in den Tornado. Ja, habe ich hier eigentlich schon die Kometenmünze gesammelt? Ich habe nichts von einer Kometenmünze mitbekommen bisher. Das ist ein sehr, sehr nicht so gut sein, das tun. Nein, dann ich mache muss nochmal die Level und ich nichts Ahnung haben von Kometenmünze. Da ist der Stern. Okay. Ich wippel nochmal hier lang. Okay, da ist nichts. Da ist der Stern. Okay. Sehr gut. Mal sehen. Kometenmünze. Irgendwo muss noch die Kometenmünze sein. Ich wette, die ist hier irgendwo, oder? Oh mein Gott. Ja, die müsste da sein. Das schaffe ich. So, das habe ich geschafft. Ich meine mich daran zu erinnern, dass sie da ist. Oh Gott, da kommt was Dickes. So. So, schnell. Unter das Frag... Das ist egal. So. Sehr schön. Oh mein Gott. Was für ein lutschiger Lutscher. So, mal sehen, ob ich da irgendwo. Ah! Juhu! Da ist sie doch. Ich hab sie. Ich hätte jetzt eigentlich auch direkt da hinspringen können, aber ich bin nicht intelligent. Oh, hast du gesehen, wie der an diesem langen Stab saugt? Wie er das in seinen Rachen reingekriegt hat. Oh, da können sich so manche mal ein Beispiel. Oh, die saugt auch noch Bälle. Ich brauche hier gerade Erholung. Nein, denk einfach nicht dran. Nein. Oh Gott, ich bin gerade in das Falsche rein. Oh, hier hoch. Wo muss ich eigentlich gerade hin? Ich habe gerade... Zu dem Stern. Was? Zu dem Stern im Kristall. Wo ist denn hier ein Stern im Kristall? Ach so, da ist ein Stern im Kristall. Sag das doch mal einer. Hab ich doch. Ach so, da muss man dann... Ach, aha. Jetzt ergibt das Ganze auch sogar Sinn. Aha, so. In diesen einfachen... Nein! Scheiße! Kotzkadapa! Was war das denn jetzt für ein Jump? Hat dieser schwarze Stern irgendwie mehr Anziehungskraft als der nicht schwarze oder was? Egal, ich will ja keine Diskriminierung anzetteln, deswegen Stern. Wie viel Zeit habe ich? Du hast noch eine Minute. Mein Bild ist wieder eingefroren, verdammt. Meins auch. Scheiße, sag doch was. Oh Gott. Okay. So, wir haben das Bild nochmal ins Laufen gekriegt. Ich hoffe, ihr könntet noch irgendwie erahnen, dass ich den Stern eingesammelt habe. Zumindest beim Sound habt ihr ja nicht mehr gehabt. Aber... Ich war gestorben. Als Maul. Nein, ich habe ihn natürlich direkt eingesammelt. Noch ein hungriges Mäulchen mehr. Ich hoffe, du weißt, was du tust.
Unser letzter 19 Jahre scheint etwas auf der Herzen zu haben, Steuermann. Ist mir scheißegal, die werde ich jetzt nicht mehr ansprechen. Nämlich, ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge ohne wieder derartige Aussetzer vorwärts kommen bei Let's Play Super Mario Galaxy 2, wo ich euch eine meiner liebsten Herausforderungen zeigen werde. Sag mal tschö, lieber Kommentator Sack. Joa. Also, was soll ich sagen? Tschö? Ja, genau. So, tschö zusammen. Tschö!